Hallo mein Lieben, ich bin euer Thomas, aka Sparkojote. Heute geht es in diesem Video um das Thema Cash-Reserve und wie ich das Ganze so handhabe und dir empfehlen würde, wie du es auch ähnlich machen könntest. Ja, Cash-Reserve, das ist ein Begriff, der sollte jeder kennen, und darum geht es eigentlich nur, dass man eine bestimmte Menge an Cash, also wirklich an Geld, das man kurzfristig sofort nehmen kann, das sprich auf dem Girokonto oder auf einem Sparkonto, welches man sofort abheben könnte, auf der Seite hat und eigentlich auf dieses Geld immer zugreifen kann, wenn nötig. Und für mich habe ich die Regel gesetzt, es gibt 3 Monate, das bedeutet, ich habe Fixkosten bzw. auch Kosten, also all meine Kosten über 3 Monate muss ich decken können. Das bedeutet für mich etwa um die 9.000, also plus minus 9.000 Franken muss sicher in dieser Cash-Reserve drin sein. Natürlich ab und zu so ein bisschen weniger drin, also irgendwie ab und zu sind 7.000 drin, manchmal sind 11.000 drin. Also das ist für mich kein Problem, so eine Diskrepanz, weil das ist nur eine kurzfristige Diskrepanz, aber an sich 9.000 sind so, zum Beispiel bei mir, weil das eben 3 Monate sind, angesetzt. Natürlich kann man auch, wenn man ein bisschen mehr ein größeres Sicherheitsbedürfnis hat oder auch einfach schon älter ist und so weiter, kann man auch mehrere Monate haben. Also ich sage immer zwischen 3 und 12 Monaten, je nachdem, was man eigentlich so für ein persönliches Sicherheitsbedürfnis hat oder was man für ein, oder wie risikoavers man ist, muss man das für sich selber entscheiden. Aber ich denke mal, für die meisten in meinem Alter auf jeden Fall oder auch für die Jüngeren, also um die 30, unter 30, reichen 3 bis 4 Monate, und bei mir sind es 3 Monate. Da fühle ich mich extrem wohl. Sogar auch bei 2 Monaten würde ich mich wohlfühlen, aber 3 Monate ist so wirklich okay, da fühle ich mich super. Und ja, für mich sind auch 3 Monate an Kosten, die ich decken muss, in der Cash-Reserve drin. Genau, zusätzlich zu diesen, zu dieser Cash-Reserve habe ich auch noch Geld für die Steuern, genau. In Deutschland ist es ja so, dass die Steuern einfach abgezogen werden vom Gehalt, aber in der Schweiz ist es so, man bekommt das volle Gehalt im Prinzip, abzüglich ein paar Kleinigkeiten wie AHV, das ist so die Pension und so weiter. Also es sind wirklich Abzüge, kann man sagen etwa 8%, und dann bekommt man das Geld ausgezahlt. Und von diesem Geld muss man dann am Ende des Jahres, beziehungsweise immer im darauffolgenden Jahr, dann die Steuern zahlen. Weil man muss in der Schweiz eine Steuererklärung abgeben, das ist obligatorisch, das muss jeder Schweizer, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, machen. Und das bedeutet für mich, ich muss Geld für die Steuern auf die Seite legen. Das mache ich ziemlich einfach. Jeden Monat, wenn ich das Gehalt bekomme, ist ein automatisierter Konto, eine Kontoüberweisung, die automatisiert ist, ein Dauerauftrag, der auf ein bestimmtes Sparkonto Geld überweist, was nur für die Steuern da sind. Und dann ist das wie für mich aus dem Auge, aus dem Sinn. Und sobald die Steuern anfallen, kann ich dann mit diesem Geld die Steuern zahlen. Das sollte eigentlich meiner Meinung nach jeder so machen. Natürlich, wenn man irgendwie zum Beispiel den 13. Monatslohn hat, das haben einige noch, dann kann man auch mit diesem 13. Monatslohn, also der ist immer ungefähr so viel wie die Steuern kosten, weil man sagt, je nachdem wie viel man natürlich verdient, aber so in der Regel kann man sagen, wenn man zum Beispiel 5.000 Euro, Franken im Monat verdient, ausgezahlt, also netto, dann kann man auch damit rechnen, dass man 4.000 bis 5.000 Euro an, also ein Gehalt sozusagen an Steuern zahlt. Natürlich hängt das natürlich immer davon ab, wo man wohnt, in welchem Kanton und in welcher Gemeinde, weil dort die Steuersätze einfach komplett verschieden sind. Also ich zum Beispiel bin ja umgezogen Anfang Februar und ich bin jetzt in eine steuergünstigere Gemeinde gezogen und spare somit mehr als 1.000 Franken jährlich an Steuern. Und das ist dann schon extrem viel, weil wenn man das auf einen Monat ausrechnet, sind das um die 100 Franken, die ich dann monatlich spare. Und das lässt sich doch schon mal sehen, nur dafür, dass man überhaupt schon mal woanders wohnt und trotzdem noch von der Luftdistanz her ist das gar nichts, jetzt in der Schweiz, bezogen, weil die Schweiz ja relativ klein ist, genau. So, jetzt muss ich kurz auf meinem Zettel schauen und genau, nach Bedarf kann man natürlich auch, also diese Cash-Reserve, wenn man das nicht nur in, also in Noten, also in Bargeldform oder halt auf dem Konto haben möchte, kann man das natürlich auch in Goldform haben, wobei für mich dann das nicht mehr direkt als Cash-Reserve zählt, sondern einfach als die eiserne Reserve. Das ist dann nochmal was anderes. Also das ist wirklich, wenn alle Stricke reißen und man dann wirklich auf Geld angewiesen ist und man möchte jetzt nicht das Depot ankratzen, weil das Depot zum Beispiel irgendwie extrem runtergegangen ist oder sonst irgendwas, dann kann man immer noch an das Gold
kommen, weil Gold sollte eigentlich etwas stabiler sein, nicht so volatil. Aber Gold ist für mich eher die eiserne Reserve und die zähle ich nicht direkt zur Cash-Reserve. Das heißt, weil die Cash-Reserve muss ja relativ flüssig sein und Gold ist nicht extrem flüssig. Natürlich, man kann direkt zum nächsten Goldhändler gehen, die Barren oder die Unze, was auch immer, abgeben und man bekommt das Cash. Also das ist auch nicht so das Problem. Aber was macht man denn, wenn zum Beispiel das Gold irgendwie jetzt schon minus 30% ist, weil einfach der Wert gefallen ist und man braucht jetzt das Geld natürlich. Und dann muss man das mit Verlusten verkaufen. Das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Dasselbe gilt übrigens auch für andere Rohstoffe wie Silber oder sonst was man so alles kaufen kann. Genau. Große Beträge, meiner Meinung nach übrigens, möchte ich mal nur noch so am Rande dazu sagen, auch weil es mit der Cash-Reserve zusammenhängt, große, extrem große Beträge lohnen sich übrigens mit Kreditkarte zu zahlen, meistens, wenn man mit der Kreditkarte ein Bonussystem hat, das habe ich übrigens, und das heißt, große Beträge oder auch große Anschaffungen zahle ich mit der Kreditkarte. Aber was man natürlich danach nicht vergessen darf, wie ich das handhabe, ist, ich schieße das Geld, beziehungsweise ich überweise das Geld dann sofort wieder auf die Kreditkarte. Also ich warte nicht erst auf die Rechnung. Bei mir, bei der Bank, gibt es so eine Möglichkeit, dass ich da einfach dann das Geld einfach auf die Kreditkarte rauflade und dann ist sozusagen der Saldo wieder bei der Kreditkarte bei null und ich schulde eigentlich nichts mehr. Das heißt, ich profitiere von diesem Bonusprogramm der Kreditkarte und bekomme irgendwie Cashback oder ich bekomme irgendwie spezielle Bonuspunkte, die ich dann eintauschen kann in andere Prämien oder Vergünstigungen und gleichzeitig habe ich dann auch diese Rechnung nicht mehr. Also ich habe es wirklich bar Cash gezahlt. Das ist nur so ein Tipp am Rande, den ich auch mit in die Cash-Reserve genommen habe, weil das geht natürlich auch nur, wenn man genug Cash-Reserve bei der Seite hat. Das heißt zum Beispiel, ich habe eine große Anschaffung über 2000 Franken. Hier habe ich dann die Cash-Reserve, kann ich mit der Kreditkarte für 2000 Franken dieses etwas kaufen und dann gleichzeitig diese 2000 Franken aus der Cash-Reserve nachschießen und dann ist das auch einfach kein Problem mehr eigentlich. So, und dann, was haben wir denn noch? Genau. Haben wir noch eben die sichere Aufbewahrung dieser Cash-Reserve. Und da ist meiner Meinung nach natürlich extrem wichtig, wenn man zum Beispiel nicht das ganze Geld unter einer Matratze hat, weil wenn ein Brand oder sonst irgendwas ist, ist das Geld weg und wahrscheinlich nicht versichert. Genau. Das heißt, für mich ist dieses Cash-Reserve-Geld auf der Bank zu halten, auf einem Sparkonto, das vielleicht noch einen gewissen Zinssatz gibt. Bei mir sind es irgendwie 0,5% Zinsen. Und das Geld ist dann einfach dort, das ist sicher, das ist erreichbar. Und wenn man denn möchte, kann man das auch auf zwei Banken verteilen, wie auch immer man das machen möchte. Aber ich bin dann auch noch ein Fan davon, einen Teil davon bar zu halten. Das heißt, vielleicht habe ich dann irgendwie ein Tausender bar oder so, dass ich da nicht immer irgendwie zur Bank rennen muss, wenn ich gerade irgendwas von dieser Cash-Reserve brauche, dass ich die dann auch direkt verwenden kann, ohne direkt einfach mal zur Bank zu laufen. Und ja. Das ist eigentlich jedem selber überlassen, aber ich bin eigentlich meistens so, dass ich nicht so gerne viel Bargeld zu Hause habe. Das bedeutet für mich, ich habe einfach das meiste auf der Bank. Und ja, das wäre dann so meine Art, wie ich mit der Cash-Reserve umgehe. Und ich finde es extrem wichtig, dass man eine Cash-Reserve hat. Das hilft dem Wohlbefinden, weil man dann auch nicht so Angst, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, 3 Monate arbeitslos wäre oder so und ich möchte kein Geld irgendwie vom Amt, also irgendwie vom Amt oder also vom Staat nehmen, sondern ich kann das einfach selber überbrücken und bin da niemandem irgendwas schuldig oder sonst irgendwas. Und ich habe dann da einfach ein besseres Sicherheitsbedürfnis und darum empfehle ich das jedem, eine Cash-Reserve aufzubauen und dann einfach mal zu fühlen, wie das eigentlich ist, wenn man ein gewisses Polster hat, welches man direkt anzapfen kann, wenn irgendwas los wäre. Ja, wenn dir das Video jetzt gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen, um keine Videos mehr zu verpassen. Kannst du auch die Glocke hier unten drücken. Übrigens habe ich in der Videobeschreibung einige Affiliate-Links, mit denen du mich unterstützen kannst, wenn du natürlich möchtest. Und für mehr Content kannst du gerne auch auf meinem Blog vorbeischauen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Tschö, Leute.